Also, ich finde, wenn man nach Helvetien kommt, in die Schweiz, da muss man wenigstens einmal, das gehört eigentlich zu so einer Kulturreise dazu, bei diesem Kollegen hier Station gemacht haben. Rüdi Rüssel heißt er. Und, naja, Sie ahnen es schon, das ist so eine Automatentankstelle. Das ist einfach ein ganz, ganz lustiger Kollege. Ein lustiges Markenzeichen. Und wenn man so kurz vor einem großen, bedeutenden Motorsportereignis steht, dann darf man hier durchaus noch einmal ganz kurz anhalten. Wir haben das erste Septemberwochenende. Und ab dem 1.9. beginnt das 19. Arosa Classic Car Event auf 1775 Metern Meereshöhe in den Bündner Alpen, mitten in den Schweizer Bergen. Dort, wo im Winter dem Skisport gefrönt wird, geht es an diesem Wochenende um Rennsportklassiker, auch um viele Klassiker von morgen. Es ist ein bisschen Porsche-lastig, das Ganze, aber das stört uns ja ganz selten. Und gestartet wird dieses 19. Arosa Classica Event in Langwies. Das ist der Talort dieser Veranstaltung. Auch da gibt's eine Menge Action, eine Menge zu sehen. Und dann oben in Arosa, in diesem mondänen Wintersportort, das Monte Carlo der Schweizer Berge. Ganz viel Szene, ganz viel Action, ganz viel zu sehen. Und genau dahin nehme ich Sie jetzt mit. Auf eine kleine Kultur- und Rundreise zum Arosa Classica Event in den Schweizer Bergen. Kommen Sie einfach ein Stück mit und nehmen wir ihn hier mit. Rüdi Rüssel, nicht vergessen. Jetzt sind wir denn schon live? Ich hoffe doch. Alle Jahre wieder. Wie scheint in Arosa die Sonne? Urs, völlig andere Stimmung als vor einem Jahr, ne? Ja, also normalerweise scheint nur alle 2-3 Jahre die Sonne. Dann wird so ein Jahr erwischt, so ein Schaltjahr. Ah. Und jetzt ist es schön, jetzt bleibt es aber auch schön. Ein Schweizer Schaltjahr, da scheint immer die Sonne. Ja. Ich stehe hier mit Urs Erbacher. Wir sind beim 19. Arosa Classic Car Event. Und wenn ich 365 Tage zurückdenke, dann hatten wir da 2 Regen- und Nebeltage und diese Stimmung nur ganz kurz. Und diesmal sind wir richtig gesegnet vom Sonnenschein am 1. September 2023. Du hast 2 neue Autos mitgebracht an diesem Wochenende. Ja. Was denn genau? Also wir sind hier mit einem 964er RSR-Nachbau, also auf Basis von 964, wo wir mal zeigen wollen, dass man das auch den Berg rauf schnell bewegen kann. Ein straßenzugelassenes Backdate-Auto. Straßenzugelassen von vorne bis hinten, hat knapp unter 1000 Kilo, ohne mich natürlich, aber hat es. Und rund 410 PS, der Straßen-Eichsfjell. Also das kann man schon recht schnell rauffahren. Ich bin jetzt nicht der beste Bergrennfahrer, weil ich ja nur geradeaus fahre normalerweise, aber geht schon, ich hoffe es jetzt so. Also für die, die es noch nicht wissen, Urs Erbacher ist mal 6-facher Dragster-Europameister gewesen in der Top-Fuel-Kategorie, also in der Formel 1 des Drag-Racings. Mhm. Und vor einer Woche in Hockenheim hatte eure Familie einen Riesenauftritt mit deiner Tochter India. Ihr habt das knapp gewonnen, das Ding, ja? Ja, Haaresbreite knapp gewonnen. Also nicht verloren im Finale, aber es war das schnellste Fahrzeug das ganze Wochenende. Cool. Wir haben neue Streckenrekord gefahren, neue Zeitrekord gefahren. Alles geklappt, wunderbar und sehr zufrieden. Sehr zufrieden. Kann man dann auch sein. Ist das denn nicht ein riesen Stress und auch ein Umswitchen? Hockenheim, völlig andere Welt, Nitro Olympics und jetzt hier dieses Monaco der Schweizer Berge, schon sehr gegensätzlich, ne? Ja, ist ja komplett was anderes. Auch ich mache da sehr viel Setup-Geschichte in dem Top Fuel und sehr viel Schrauben. Hier wird ein bisschen gemütlich, lange Wartezeiten, dann ein bisschen bergauf. Aber es ist halt schon ein Stress, wenn man da am Montag erst nach Hause kommt, ist komplett kaputt vom Wochenende und dann quasi am Mittwoch schon wieder hochfährt. Und nächsten Montag gehen wir schon wieder nach England ins letzte FIA-Rennen von Drag Race. Oh je. Bei den Erbachers ist immer was los. Und hier im Fahrerlager bei dir ist auch was los. Du hast noch ein schnelles Auto dabei mit einem sehr prominenten Schweizer Fahrer. Ja, ich habe da einen Nachbau eines Krämer 911 RSR, perfekt nachgebaut bis zur letzten Schraube, hat auch FIA-Papiere. Und ich wollte da ein bisschen guten Fahrer haben, da ist mir der Fabio Scher in den Sinn gekommen. Fabio Scher hatte dieses Jahr Le Mans gewonnen auf LMP2, ist mit einem gebrochenen Fuß fertig gefahren die letzten 3-4 Stunden. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil er so jung ist. Dann habe ich gesagt, komm, ich helfe dir ein bisschen, hat gute Leute, komm hier rauf, zeig mir, dass du auch schalten kannst und nicht nur Automaten fahren.
und probiert es das hier den Berg rauf. Ja, den Fabio Scherer lernen wir im Laufe dieses Films auch noch kennen. Der junge Mann ist immer nur Paddleshift gefahren. Formel 4, Formel 3, LMP2 und sogar eine ganze DTM-Saison 2020. Und heute Morgen hat er im Fahrerlager so ein bisschen kleinlaut gesagt, ich bin noch nie in einer Arschhaltung gefahren. Hast du ein bisschen Sorge um deinen Motor? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, er ist schon ein Vollblut-Rennfahrer. Der geht da mit einer gewissen Sicherheit ran. Das habe ich jetzt auch gemerkt beim ersten Lauf. Also der übertreibt nicht. Wir waren auch testen in Anne-Lirin. Und man muss ihm ja mal die Chance geben. Wenn Klar. Ich das nie fahren kann, kann er es nie probieren. Also ich denke, das klappt schon. Und es ist auch ein Schaulaufen der Le Mans-Sieger. Denn genau. Im Hintergrund, da ist gerade Neil Jani die Strecke raufgefahren mit einem straßenzugelassenen Porsche GT3 RS der aktuellen Baureihe 992. Marcel Fessler ist hier dreifacher Le Mans-Sieger. Also ein Stell-dich-ein der Rennidole und Urs, du mittendrin als sechsfacher Europameister. Ich muss ja sagen, wenn ich diese Strecke hier hochfahre, habe ich ein Problem, mir das alles anzupeigen. Ja, die Strecke ist 7 Kilometer lang, die hat nicht so richtig Konturen. Wie prägst du dir das ein? Ja. Also ich bin da überhaupt eine richtige Null in dieser Beziehung, oh. Weil es auch wirklich sehr, sehr schwierig ist. Also viele machen es auf dem Simulator, man kann das sonst runterladen. Ich hatte natürlich keine Zeit, weil ich ja noch Drag Race fahre nebenbei und dann Hockenheim mit dem Computer beschäftigen musste. Aber es ist fahren. Man kann hier natürlich auch normal hochfahren. Ja. Ich habe jetzt auch ein bisschen Video geschaut vom Amweg. Ich glaube, ich letztes Jahr eingestellt. Ja. Der hat da so eine richtig schnelle Zeit hingelegt und da konnte ich so ein bisschen mitfahren. Habe ich gestern Abend noch mal 2-3 Mal so gezogen, weil da merkt man sich schon ein bisschen Unterbewusstsein. Aber sonst ist es richtig schwierig für uns. Fahren auf Sicht bringt gar nichts, ne? Nee, man fährt halt nach Gefühl. Ich sage jetzt mal, man hofft dann, dass wirklich diese Kurve kommt, die man im Kopf hat, weil man sieht es ja nicht. Ja. Und Regularity heißt, du musst jetzt eine gewisse Anzahl an gleich schnellen Läufen fahren. Wie viele denn? Ja, Regularity heißt eigentlich diese Klasse, wo ich jetzt leider bin. Ich wurde quasi so runtergestuft, weil ich den falschen Bügel drin habe, falschen Überrollkäfig habe. Und Regularity ist jetzt, müsste es eigentlich, egal was ich für eine Zeit fahre, nochmal genau die gleiche fahren. Also das hat gut. Und das aufs Hundertstel genau. Da muss man eigentlich 2 Stoppuhren im Auto haben, noch mehr Überblick und noch mehr Informationen. Hast du nicht? Nee, habe ich nicht. Aber wenn man 2-mal volle Kanne fährt, dann sollte eigentlich die Zeit gleich sein. Ach so, das alte Dragster-Dogma. Dann gilt das hier auch. Ja. Im Monte Carlo der Schweizer Berge. Hier wird es allmählich nämlich jetzt ein bisschen unruhig. Die Fahrer steigen in ihre Autos rein. Und wie das auf der Strecke aussieht, das schauen wir uns jetzt an mit Urs Erber. Dankeschön. Ja, okay. Gut. Also es kommt ja wirklich nicht alle Tage vor, dass man auf 1775 Metern Meereshöhe in einem
Porsche Carrera RSR des Jahrgangs 1974 sitzt. Eine originale Gruppe 4 Rennversion, Homologationsnummer 3053. Und bevor das mit dem Fachchinesisch weitergeht, erzähle ich Ihnen auch noch, dass neben mir ein leibhaftiger Sieger der 24 Stunden von Le Mans sitzt. Allerdings nicht einer aus grauer Vorzeit, als diese Autos hier modern gewesen waren, sondern ein Le Mans-Sieger des Jahrgangs 2023 und obendrein ein Einheimischer hier aus der Schweiz, Fabio Scherer. Guten Tag. Guten Tag. Was machst du hier in diesem Auto? Ist eigentlich gar nicht deine Abteilung, ne? Nee, ich musste zuerst mal lernen, wie das mit dem Schalten geht. Oh, also dieses Ding da unten, ne, das ist zum Gängewechsel. Genau, ne? Genau. Ich kenne es einfach vom Straßenauto mit gemütlich rumfahren, aber auf der Rennstrecke ist das meine Premiere oder auf dem Berg. Und das hat ein bisschen gedauert, aber mittlerweile passt. Ich habe bereits 40 Sekunden gefunden in den drei Läufen. Oha. Und ich denke, ich finde noch mal einige. Und dann, ja, Ziel ist, aufs Podest zu fahren mit dieser Schönheit. Mit dieser Schönheit, die ja eine Leihgabe ist, ne, von Urs Erbacher. Aus seinem Porsche-Fahrzeugfundus, ist das eigentlich eine Hemmschwelle, wenn man weiß, man sitzt in einem Auto, das einem selber nicht gehört? Im Grundsatz ja, aber sobald dass man den Helm anhat und denkt, man will Gas geben, vergisst man das ein bisschen, sage ich mal so. Okay. Du bist in diesem Jahr bei den 24-Stunden-Rennen von Le Mans nicht nur Klassensieger in der LMP2-Kategorie geworden, auf einem Orica Gibson. Du hast auch so eine Heldengeschichte geschrieben. Bevor ich die jetzt erzähle, erzähl die mal selber. Da ist in der Anfangsphase des Rennens was mit deinem Fuß passiert. Ja, die Geschichte ist besser als Hollywood-Film, meiner Meinung nach. eben zuerst mal mit einem polnischen Team zu gewinnen in Le Mans ist eine Sensation. Europol heißt es. Inter-Europol Competition, genau. Mhm. Privatteam gegen alle Werksteams. Wir haben in den ersten 15 Minuten Fahrerwechsel gemacht, weil ein langer Safety Car gekommen ist, und haben unsere Silberfahrer, das sind die etwas langsameren Fahrer, eingesetzt. Und dann ist mir gleich ein Auto über den Fuß gefahren. Und ich dachte, mein Rennen ist fertig, weil ich hatte höllische Schmerzen. Ja, ich habe ein Interview gegeben, 2 Stunden vor Rennende, bevor ich das letzte Mal ins Auto ging, beim deutschen Fernsehen. Und dann haben die eben gefragt mit dem Fuß. Und ich so, jetzt kann ich es ja sagen, weil jetzt kann die Rennleitung nichts mehr machen, okay, weil ich jetzt gleich ins Auto steige. Und ich nehme nicht an, dass die mich aus dem Auto holen. Mhm. Und dann bin ich reingestiegen. Also habe das Interview gegeben, eben gesagt mit dem Fuß, dann wussten es schon mal ziemlich viele Leute. Und dann eben beim Siegerpodium, den Schmerz habe ich gar nicht mehr gespürt. Ich konnte einfach nicht mehr draufstehen. Es war mir eigentlich auch ziemlich egal zu dem Zeitpunkt, weil ja, das größte Autorennen der Welt zu gewinnen beim 100-jährigen Jubiläum. Ja. Und die ganze Geschichte ist so überwältigend, und ich sage immer, als Schweizer, sowas zu gewinnen, ist noch fast schwieriger oder beeindruckender, weil wir kein Motorsportland sind, offiziell zumindest in den Medien. Wir haben sehr viel Motorsport, aber leider kriegt es nicht die Anerkennung, die es verdient hätte. Ja, ja. Trotzdem hast du es vor 3 Jahren ja geschafft, eine DTM-Saison zu finanzieren. Du bist ein ganzes Jahr in der letzten Saison gefahren, als es noch Tourenwagen waren. Ja. Wie hast du das damals hinbekommen? Du kamst aus der Formel 3, bist in der Formel 3 Europameisterschaft gefahren, als Schweizer mit all diesen Handicaps, die du gerade beschreibst. Wie ging das, dass du es in die DTM geschafft hast? Das war eigentlich lustig. Zuerst wäre es mit einem Schweizer Team geplant gewesen, das dann aber nicht zustande gekommen ist. Und der hat dann den Kontakt hergestellt zu WRT. Und so hat das dann funktioniert. Also zu Vincent Wörs, der damals Audi-Werksteam, genau, war, jetzt BMW-Werksteam. Genau. Und dann warst du auf einmal von lauter Prominenz umgeben. Genau. Als Kind wollte ich immer DTM oder Formel 1 Fahrer werden, weil ich kenne den Martin Tomczyk relativ gut. Und ja, und von dem her gesehen habe ich das immer verfolgt und war das immer so ein Traum. Und der dann in Erfüllung ging. Und ich bin heute noch sehr extrem froh über die Erfahrung, weil ich habe unglaublich viel gelernt. Es war ein sehr hartes Jahr wegen Covid und weil ich wusste, es gibt nur eins, also ich muss alles abliefern im ersten Jahr. Dein bestes Ergebnis war, glaube ich, in Zolder, ne? Ja, war ich. Ab Mitte Saison haben wir plötzlich was rausgefunden und dann hat es begonnen zu funktionieren. Weil die letzten 6 Qualifyings war ich immer
Top 8, was sicher gut ist in einem Privatteam in der DTM. Ja. Und einmal knapp an der Pole vorbei und da bin ich zweimal Vierter und Fünfter geworden. Mhm. Und das sind sicher super Resultate. Da war es leider vorbei, weil ich ja denke, zweite Saison hätte ich womöglich um Rennsiege fahren können. Mhm. Aber eben, ja, es ist gut, wie es ist. Ich habe sehr viel gelernt, bin sehr dankbar über die Erfahrung. War das geilste Auto, das ich bis jetzt je gefahren bin. Und das war ein Vierzylinder-Turbo, oder? Genau, und das Auto war einfach phänomenal. War super viel Grip, cooles Racing, hat richtig viel Spaß gemacht. Einsatzauto hier, es ist ein Leichtgewicht, knapp 1000 Kilo, 5 Vorwärtsgänge, leider kein Pedal-Shift, so wie du das kennst aus einem LMP2. Und diese Strecke hier, wenn man sie abfährt, merkt man eins, man kann sie sich so gut wie gar nicht einprägen. Die ist 7 Kilometer lang, die hat 76 Kurven, da fehlen so ein bisschen die Konturen. Wie hast du dich auf dieses Wochenende vorbereitet? Ganz schwierig, weil ich bin noch nie im Bergrennen gefahren, also eigentlich alles neu, neues Auto, neue Schaltung. Ja, Strecke, alles neu, also wieder neue Erfahrung, bringt mich wieder weiter als kompletter Rennfahrer, sage ich mal. Ja. Aber eben, ich habe gestern mit einer 5 Minuten 30 angefangen und war völlig frustriert und gedacht, das kann ja gar nicht sein. Ich war völlig verloren auf der Strecke. Oh. Habe das Video angeschaut, habe mir jede Kurve aufgeschrieben, was dazu geschrieben. Okay. Bin es am Abend noch zweimal mit meinem Privatauto abgefahren. Die Strecke natürlich Straßenkomfort, nicht rennmäßig. Klar. Einfach zum Einprägen. Und ja, jetzt habe ich mittlerweile 40 oder über 40 Sekunden gefunden. In 3 Wertungsläufen, ne? In 3 Wertungsläufen. Und ich habe jetzt noch großen Fehler gemacht. Ich denke, ich kann noch mal 10, 15 finden. Mhm. Und dann bin ich schon bald auf Podestkurs. Darum schauen wir mal, wo es hinführt. Der große Fehler war welcher? Ich habe mich verschaltet. Oh, aber der Motor hat keine Drehzahlspitze gekriegt. Nee, ich habe einfach anstatt 3 ging die 5 rein über die Bodenwelle. Ach ja. Und nachher ist er fast, hat er sich fast beerdigt, sage ich mal. Ja, Hauptsache der Motor lebt, ne? Andersrum wäre es schlimmer gewesen. Genau, das ist so. Wir sind in La Rosa auf 1775 Metern Meereshöhe beim 19. Arosa Classic Car Event. Und hier im Hintergrund ist ein Auto, das hört sich an wie so ein veritabler Porsche Carrera RSR aus dem Jahr 1974. Aber in Wirklichkeit ist es ein straßenzugelassenes Auto jüngeren Datums. Und ein bisschen mehr darüber weiß der junge Mann hier zu meiner Linken, Lothar Sitten. Hier. Schönen guten Tag. Hallo. Ja, wir sind ja nicht das erste Mal vor der Kamera und erzählen Blödsinn. Dieses Auto hier ist nicht Jahrgang 74, hört sich aber an, als wäre es aus der Zeit. Wie kommt das alles? Also das ist eins von den Erbacher Backdating-Projekten. Ja. Im Design wie die 2,8 Liter RSR, 3 Liter RSR. Das liegt sehr im Trend, also die Nachfrage ist da auch sehr groß, weil das natürlich ein sensationelles Design ist.
Richtung. Es ist natürlich eine sehr gute Kombination, das mit einem 964 als Basis zu machen, das heißt moderne Fahrwerkstechnik, die auch etwas besser zu handeln ist als jetzt die älteren Fahrzeuge, die sind doch sehr speziell zum Original, der 2.8er RSR. Und das kombiniert mit unserem Motor, dem 4,3 Liter, hat man natürlich auch Leistungsreserve und Drehmomentreserve, dass man jetzt nicht der beste Rennfahrer sein muss, um immer die genaue Drehzahl zu finden, die jetzt ideal ist. Man kann da ein bisschen schaltfauler fahren. Drehmoment kompensiert alles. Nicht alles, aber viel, ja. 4,3 Liter, du hast irgendwann mal vor kurzem gesagt, du hast so einen Traum, was die Literleistung betrifft. Wie weit bist du von dem Traum noch entfernt? Also das braucht sicherlich noch ein paar Stunden Hirnschmalz und auf einige Entwicklungsstufen, aber wir bleiben da dran und das ist unser nächstes Ziel. Ne? Also 100 PS pro Liter Hubraum, genau, ist das Fernziel. Was ist jetzt hier in diesem Motor Tatsache? Also hier fahren wir die bisherige Konfiguration mit 405, 410 PS pro Liter. Gesamtleistung pro Liter. Das wäre schön, ne? Ja, das wäre nicht schlecht. Ja, ja. Eine Gesamtleistung auf dem 4,3 Liter. Man muss dazu sagen, dass das natürlich ein Leistungsniveau ist, was klar unser Ziel war, straßentauglich, also alltagstauglich. Kein nervöser, spitzfahrender Rennmotor, sondern ein Daily Driver, den eigentlich so gut wie jeder handeln kann. Aber wie kann das denn, dass dieses Auto jetzt hier an diesem Rennsportwochenende teilnimmt, am Arosa Classic Car Event, wenn es ein straßenzugelassenes Auto ist? Wir nutzen es natürlich auch gern in Demoläufe oder Gleichmäßigkeitsfahrten. Wobei die Gleichmäßigkeit beim Urs natürlich der Ansatz ist, ist schneller. Und für uns ist natürlich interessant, für den Urs sowie als auch für uns, Erfahrung zu sammeln im Handling vom Fahrzeug, Fahrwerksabstimmungen, dann auch für uns Motorabstimmung bzw. Daten zu sammeln. Je mehr Daten, umso besser, umso mehr kann man weiterentwickeln oder. Das hilft natürlich auch noch, Finesse zu finden und, dass man eben auch auf straßentaugliche Fahrbare und der Beste wieder kommt. Gab es denn hier in Arosa schon Erkenntnisse des Wochenendes? Ja, also erfreulich. Wir sind mit unserer Abstimmung, mit unseren Einstellungen, mit unserem Basisfahrzeug sind wir eigentlich sehr gut. Also wir mussten nichts groß korrigieren oder wir mussten eigentlich super wie geil korrigieren. Ja. Wir haben da ganz gutes Setup gefunden und sind jetzt eigentlich nur am Datensammeln und am Auswerten, aber ändern müssen wir noch nichts. Aber jetzt muss mir eins verraten, wieso hört sich das Auto an wie ein RSR? Es sieht nicht nur so aus, es hört sich auch so an. Ist das mit den Regularien vereinbar? Dieses Auto hat ja einen strengen Schweizer TÜV. In der Schweiz heißt das MFK, Motorfahrzeugkontrolle. Da kann man ja nicht irgendwas mal bauen und ein Ofenrohr hinten dran schmeißen. Wie kriegt ihr das hin, dass das Auto einerseits regelkonform ist und auf der anderen Seite sich anhört, als wäre es wirklich ein RSR? Man muss dazu sagen, wir haben natürlich für den Anlass, weil das ja abgesperrte Strecke ist, sind wir nicht verpflichtet, Straße zugelassen zu fahren. Das heißt, wir haben für den Anlass, dass es auch für die Zuschauer ein bisschen was fürs Ohr gibt, haben wir an der Anlage montiert, die mit Straße zugelassen ist. Also wir fahren hier mit einem anderen Schalldämpfer, andere Krümmerkombination, dass es ein bisschen mehr Sound macht. Und die ist natürlich dann wieder demontiert für die Straße. Da kommt dann wieder die Zugelassungsgeschwindigkeit drauf. Das ist wirklich sehr beeindruckend, das muss ich zugeben, weil dieses Auto hat natürlich eine Anmutung. Und hinzu kommt ja noch eine Besonderheit, nicht nur die Akustik, nicht nur die Optik, sondern auch die Gewichtskomponente. Heute werden diese Hochleistungssportwagen ja immer schwerer. Dieser hier liegt knapp unter 1000 Kilo. Ist das genug? Also es ist natürlich beim 64 extrem schwer. Ja. Das Basisfahrzeug, die Karosserie, Fahrwerkskomponente sind um einiges schwerer und auch stabiler ausgelegt als bei den Vorgängermodellen. Die ganze Fahrwerksgeometrie ist eine andere Konstruktion. Wenn man jetzt beim 964 das geringe Gewicht erreichen will, muss man schon alle Register ziehen. Also das heißt, es sind sehr viele Carbon-Karosserieteile verbaut.
Dachhaut, Kotflügel, Haube und so weiter. Und diverse Halter, die es dann nicht mehr braucht, die haben wir auch entfernt. Ja. Und diese Carbonteile, das darf man auch mal sagen, sind von einem weiteren sehr bekannten Namen, der genau 1973, als diese Originalautos ja modern wurden, der RS und der RSR, der damals sein Unternehmen gegründet hat und sich selbstständig gemacht hat, in Overath bei Köln, nämlich Eckhard Zimmermann und sein Sohn Patrick. Die beiden firmieren unter DP Motorsport und die haben die Karosserieteile geliefert, auch für dieses Auto, auch das Carbondach, auch die ganzen Carbon-Umfänge, Kotflügel, Seitenwände, Türen eigentlich auch? Ne, die Türen sind hier aus Sicherheitsgründen noch original geworden. Wenn du sagst, die Nachfrage ist sehr groß, was ja kein Wunder ist bei der Ästhetik, die diese Autos haben, auch bei dem technischen Reifegrad, den sie haben. Auf wie viele Fahrzeuge dürfen wir uns denn freuen, die da gerade noch im Hintergrund entstehen, im Werden sind? Also im Moment haben wir noch 4 Fahrzeuge, wenn entstehen. Tatsächlich. Es kann natürlich jeden Tag einer mehr werden, da haben wir nichts dagegen. Aber im Moment sind noch 4 Fahrzeuge im Entstehen. Das hat jeder, vor allen Dingen hier in Arosa, auch kleinvolumigere Motoren. Da sind in der Competition-Klasse zum Beispiel Porsche 911 ST unterwegs mit 2,5 Liter Hubraum, also fast die Hälfte. Und wie das alles auf der Strecke aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Du bist gerade aus dem Auto gestiegen, dein letzter Wertungslauf für dieses Wochenende. Oh, es ist ganz schön zufrieden hier aus. Wie war das? Es war interessant. Ich habe sicher unglaublich viel gelernt dieses Wochenende. Weil das erste Mal hier hoch habe ich mich gefühlt wie der größte Tourist, also Amateur. Ich habe 50 Sekunden gefunden über die Läufe. Und heute ist wahrscheinlich zweitritt schnellste Zeit vom ganzen Wochenende zu fahren. Ist richtig geil. Danke an Urs und das ganze Team Erbacher für die geile Erfahrung und ich hoffe, ich bin sicher wieder mal hier. Ich habe da was Leuten hören, also ich glaube, die planen schon mit dir. Es war, glaube ich, eine sehr solide Vorstellung. Du warst ja am Donnerstag so ein bisschen skeptisch, was die A-Schaltung betrifft, hast dich aber jetzt ganz gut dran gewöhnt. Ja, mit allem. Es ist wirklich, ging richtig gut. Ich habe mich richtig eingelebt. Die Strecke war auch extrem schwierig zu lernen, weil 76 Kurven und alles sieht gleich aus, ist am Anfang schon ein bisschen sketchy. Ich habe alles aufgezeichnet auf eine Map mit allem, jedes Mal onboard angeschaut und wirklich gearbeitet. Und ja, hat sich ausbezahlt. Ich glaube, als kompletter Rennfahrer habe ich wieder was dazugelernt. Da zahlt sich das methodische Arbeiten aus, was du aus dem LMP2 kennst, ne? Genau. Ich habe wirklich das probiert übernehmen. Ich habe mir gesagt, wenn ich das auf einer 5-Kilometer Strecke mache, muss ich es erst recht am Berg mit 76 Kurven machen. Und ja, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. War jetzt der Nachmittagslauf heute hier am Sonntag auch dein schnellster? Ja, ich habe wirklich ersten Lauf 30 Sekunden gefunden zum zweiten und dann in 10-12 Sekunden Schritte weiter gearbeitet. Also hat richtig Spaß gemacht. Toll. Und alles heile geblieben, ne? Dieses wunderschöne Auto. Carrera RSR, Jahrgang 1974. Es ist zwar ein Statement-Car, eine Replika, aber die ist vollkommen originalgetreu der Homologation 3053 entsprechend. So sind diese Autos in der Gruppe 4 gefahren. Zum Beispiel mit Eckhard Schimpf aus Braunschweig. Das war der Mann, der das Jägermeistergeld damals zu Max Moritz brachte. Und das Ganze ist 50 Jahre später immer noch aktuell. Fabio, aktueller Motorsport, da steht WEC auf deinem Fahreranzug. World Endurance Championship. Wo geht's denn jetzt für dich weiter? Ich fliege am Dienstag nach Japan an den vorletzten WM-Lauf. Wir sind aktuell Zweiter und können immer noch Weltmeister werden. Also ist das große Ziel, das zu schaffen. Wow, das wird dann aber auch ein großer Kulturschock, ne? Aus den Schweizer Bergen nach Japan. Da ist nächste Woche schon das Rennen. Genau, ja. Ich glaube, da drücken dir ganz viele Menschen die Daumen, nicht nur hier in Arosa, sondern auch anderswo.
Denn Langstrecken-Weltmeister werden in der LMP2 wäre schon eine Perspektive. Ne? Definitiv. Vielleicht klopfen die Werke ja doch noch bei dir an. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich und sage ganz, ganz herzlichen Dank auch für diese tolle Vorstellung hier am Wochenende in Arosa. Fabio Scherer. Danke vielmals. Denkst du dir gerade an? Hier sind noch zwei Experten im Gespräch. Ja. Es geht um ein Bonmot, das viele Jahre durch die Branche geistert. Technik aus dem Motorsport für die Straße. Ist ein bisschen Stereotyp, aber ihr beiden, ihr lebt das eigentlich. Ja? Ihr habt einen Straßenmotor gebaut, einen ganz besonderen, einen 4,3 Liter Motor als Kooperationsprojekt, der hier in Arosa beim Klassiker-Bergrennen, das ist die 19. Auflage, sich auch im Wettbewerb bewährt. Habt ihr das von Anfang an mal so vorgehabt? Also geplant war es nicht unbedingt so. Es ist entstanden eigentlich als sportlicher Straßenmotor. Ja. Yeah. Aber wir nutzen natürlich gerne so Anlässe, um auch mal auszuloten, wie verhält sich das Ganze. Hat es noch irgendwo Schwäche, müssen wir nachbessern, müssen wir noch was korrigieren, um halt eben auch Erfahrung zu sammeln. Und das kommt dann den Straßenmotoren auch wieder zu gelten. Mit welchen Daten geht ihr denn jetzt nach Hause? Habt ihr hier neue Erkenntnisse gewonnen? Ja, also wir haben festgestellt, dass wir Getriebeübersetzungen falsch sind für den Berg. Zu lang. Ja, dass die Gänge nicht passen. Aber das sind halt so die üblichen Erfahrungen, die man macht, wenn man jetzt mit einem komplett neuen Konzept, sage ich jetzt mal, an den Berg geht. Und wir haben ja keine Erfahrung in dem Sinn am Berg mit dem Fahrzeug, mit den Klassefahrzeugen. Und die sammeln wir jetzt und die setzen wir um, ja. Widerspricht denn dieses harte Beschleunigen auf kurzen Distanzen, bis die nächste Kurve kommt? Es gibt hier, glaube ich, 76 Kurven. Mhm. Widerspricht das der Charakteristik eines Straßenmotors? Muss der was anderes können? Oder muss ein Schweizer Kunde, der so ein Auto kauft, um über Pässe zu fahren, morgens um 5, hat er eigentlich die gleiche Aufgabenstellung? Ja, also es ist schon ähnlich, ja. Was natürlich von Vorteil ist, ist Spontanität. Mhm. Schnelle Gasannahme, dass er sehr gut, sehr schnell, sehr früh sein Drehmoment freisetzt. Eben sehr gutes Handling und die Fahrbarkeit, das ist sicherlich sauber. Was Spontanität angeht, Urs, da hast du ja Maßstäbe gesetzt. Du bist sechsfacher Dragster-Europameister in der Top-Fuel-Klasse. Entspricht das denn jetzt alles deinen Vorstellungen, die Gasannahme, oder müsste da noch mehr kommen? Du kennst ja brachiale Gewalt auf einer Viertelmeile. Nee, die Gasannahme ist sehr gut. Wie gesagt, wir müssen noch an der Getriebeübersetzung schon arbeiten. Aber der Motor läuft sehr gut und der Drehmoment ist da. Das braucht sie am Berg. Und ich glaube halt einfach, die Schweizer Kundschaft hat, wie du sagst, hat sehr viel am Berg gefahren. Wir fahren den ganzen Sonntag über x Pässe. Da gibt es Leute, die fahren schon früher morgens weg. Oh, habe ich mich eine Stunde vertan. Damit sie 7-8 Pässe machen können. Und da gibt es halt nur eine Marke, das ist Porsche. Mhm. Das halt machen kann, ohne dass man stehen bleibt. Und das generiert halt einen Benzinmarkt. Wie viele eurer Motoren existieren inzwischen in diesen Autos? Wie viele Autos habt ihr im Vorlauf? Also wir haben jetzt vier Fahrzeuge mit dem großen Motor fahren. Haben zwei Fahrzeuge mit dem 3,9 Liter. Ja. Den haben wir auch schon sehr früh gebaut. Da haben andere noch 3,8 gebaut, haben wir schon 3,9 gebaut. Und als die Mitbewerber auf 4 Liter gegangen sind, waren wir bei 4,3. Wir haben jetzt noch drei Fahrzeuge im Bau. Zweimal 3,9 und einmal 4,3. Und in der Planung sind noch weitere 4,3 Liter. Urs Erbacher, Schlusstag in Arosa, Sonntagnachmittag. Fahrerlager leert sich so ganz allmählich. Deine letzte Fahrt liegt hinter dir mit diesem wunderschönen Erbacher 911 in Sahara Beige. Wie war es denn? Ja, war ein sensationelles Wochenende. Natürlich endlich mal schönes Wetter, 3 Tage hier in den Schweizer Bergen. Und dann mit so einem Auto, hat super gehalten, hat einwandfrei gefahren die ganze Zeit. Keine Ausfälle, nichts. Also gegenüber letztes Jahr war das sensationell. 100%ige Steigerung. Auf jeden Fall, jeden Lauf ein bisschen schneller, bis fast zu meiner Rekordzeit. Und ja,
Die kommt dann auch noch. Die kommt dann auch noch, in einem Jahr? Ja, in einem Jahr. Wir haben ja jetzt Fahrwechsel gemacht. Ich werde ja den Jägermeister gefahren. Und Fabio Scherer wird diesen gefahren, haben dann das gewechselt, weil er unbedingt gewinnen wollte. So wie es jetzt aussieht, hat er noch einen Lauf. Vielleicht wird er da ja noch einen Podestplatz rausholen. Wird noch spannend. Wird spannend, ja. Und ich fahre dann jetzt, bin halt anstelle von ihm diese Competition, also diese Show gefahren und hat zeigen wollen, auch dieses Auto kann man auf der Straße bewegen, aber auch natürlich richtig schnell da den Berg rauf bewegen. Bist du eigentlich auf Straßenreifen gefahren oder waren das Sportreifen? Nee, das sind Straßenreifen, das sind sogenannte T-Base von Michelin, das sind so halbe Semi-Sticks, aber die haben Straßenzulassung, also keine Sticks. Merkst du das auch, dass da so ein bisschen Grip kommt, wenn die Temperatur kriegen, oder ist das immer ein bisschen rutschig bis oben hin? Das ist das große Problem. Beim Bergrennen kann man ja die Räder nicht vorheizen, man hat dann keine Temperatur drin am Anfang, ist sehr rutschig, geht dann sehr lange, bis die Temperatur drin ist. Also ich denke, nächstes Jahr werde ich, wenn, wieder fahren mit dem Auto mit Sticks fahren. Das ist auch vom Reglement her möglich? Ja, das ist möglich. Es ist schwierig, wie gesagt, im Berg kriegt man die Reifen nicht warm. Das ist richtig tricky, da eine gute Mischung zu finden. Hast du dir schon ein paar Gedanken gemacht, wie du das im nächsten Jahr konzipierst? Du hast ja vor einem Jahr hier mit völlig anderen Autos gestanden, hast jetzt hier einen neuen Fahrzeugpool präsentiert. Was kommt in 12 Monaten? Also wir wollen sicher hier wieder teilnehmen. Der Fabio wird auch dabei sein. Der ist ja noch nie im Bergrennen gefahren, ist noch nie ein geschaltetes Auto gefahren, nur Battleship. Aber der hat so ein bisschen gefallen. Der hat jetzt total gefallen. Dann müssen wir weitermachen. Ich bin dabei. Und wir werden jetzt die ganzen Fahrzeuge ein bisschen überarbeiten. Und ich komme dann wieder mit einem Airbag 911, also an Basis 964. Vermutlich ein RSR-Nachbau, den ich plane. Ein Fleischbau, aber Straßen zugelassen. Und den Jägermeister, der wird sicher wieder Fabio fahren. Und da werden wir jetzt über die Bücher gehen, was wir alles noch ändern wollen für nächstes Jahr. Das heißt, so ganz allmählich findet sich das Konzept, das wird jetzt nur noch verfeinert, da gibt es jetzt die ganz großen Umwälzungen nicht mehr. Nee, also da wird es nicht mehr komplett umgebaut, die Fahrzeuge werden bleiben. Ja. Wir fahren auf jeden Fall mit 964 Airbacher mit, vielleicht wissen Competition oder nicht, das wissen wir noch nicht. Wie wichtig ist dieses Event eigentlich hier für dich? Du bist ja seit fast 10 Jahren jetzt in diesem Porsche-Business unterwegs, das sieht man auch an deinem Fahrer-Overall. Du hast so ein bisschen diese US-Car- und US-Bike-Schiene verlassen und bist hin zu Porsche-Fahrzeugen. Wie wichtig ist dieser Event hier in Arosa? Also die ganzen Schweizer Events sind sehr wichtig, also ob das eine Messe ist oder auch hier Arosa oder Lenzerheide. Da hat sehr viele Oldtimer-Freunde kommen und auch sehr viele Porsche-Freaks oder Freunde, hat es natürlich viele in der Schweiz, und kann hier gute Kundengespräche führen. Passiert das auch an so einem Wochenende? Hast du da einen Kopf für? Ja, schon. Also so, das tut man ein bisschen an. Also, man hat da kein komplettes Gespräch, aber man gibt mal eine Adresse weiter und man trifft sich dann, man tut nachfassen natürlich. Und wenn die Leute sehen, dass das nicht nur Blabla ist, sondern auch schnell fährt, dann kaufen sie das am Ende. Es hört sich auch schnell an. Es klingt wie ein RSR, es sieht so aus. Ja. Und wenn du jetzt diese 3 Tage Revue passieren lässt, soll auch die letzte Frage sein, dein eindrücklichstes Erlebnis. Was war dein Big Moment an diesem Wochenende? Ja, halt, dass ich jeden Lauf ein bisschen schneller wurde. Mhm. Und zwar nicht nur eine tausendste Sekunde, sondern teilweise 2 bis 3 Sekunden, und das war eigentlich ganz toll. Also ich konnte mich fahrlich sehr verbessern und das Auto hat natürlich auch einen frei funktioniert. Und es ist eine echte Augenweide. Nicht nur hier in Arosa auf den 7,3 Kilometern, die von Langwies hier hinaufführen auf diese 1775 Meter Meereshöhe. Dankeschön, Urs Erbacher. Bitte. Selbst immer noch Hand angelegt, hat das 19. Arosa Classic Car 2023. Thomas Amweg rast trotz Formel 2 Backdatings zum 7. Gesamtsieg. Florian Feustel, ein Meister der Effizienz. Fabio Scherer, der überraschende Debütant. Nach seinem heldenhaften Triumph bei den diesjährigen 24 Stunden von Le Mans in der LMP2-Kategorie kam er mit dem Porsche Carrera RSR 3,0 von Urs Erbacher auf den 3. Rang in der Competition-Gesamtwertung. Gleichzeitig gewann der DTM-Pilot des Jahres 2020 seine Klasse, die H1, eine mehr als überzeugende Vorstellung. 4 Minuten
8,293 Sekunden. Das war die Bestzeit, mit der Thomas Amweg aus Amerswil beim Arosa Klassiker 2023, dem Monte Carlo der Graubündner Alpen, die 7,3 Kilometer lange Strecke vom Talort Langwies in den auf 1775 Metern Meereshöhe gelegenen Wintersportort Arosa durchfuhr. Im lediglich 2,3 Liter großen 911 SR sorgte aber auch der Porsche-Restaurateur Florian Feustel für ein Glanzlicht. Er absolvierte nur 2 von 3 Wertungsläufen und kam trotzdem hinter dem einheimischen Roger Moser im BMW Martini Formel 2 des Jahrgangs 1983 auf den 3. Gesamtrang. Barthel La France. Aus.